Hallo meine Rambas, schön, dass ihr heute wieder mal reinschneit bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Alle Mann auf Gefechtsstation. Und mit dieser wunderschönen Perle des Spiels gehen wir heute ins Spiel, und zwar die Yamato. Ganz lieben Dank an der Only Ruben fürs Einsenden, aber er ist ja mit seinen Mates dabei. Minotaur und Gearing, also von dem her unfassbar was an Möglichkeiten. So. Und jetzt können wir auch schon in die Live-Geschwindigkeit gehen. Denn jetzt geht's schon richtig rund. Die Granaten fliegen mit unfassbarer Mopsgeschwindigkeit Richtung Prinz Eugen. Und jetzt natürlich, jetzt pass auf. Und. Na jo. Es wäre jetzt geil, wenn jetzt so eine fette Zitter oder One-Shot gewesen wäre, hätte ich jetzt so angeteasert. Aber nein, die Prinz Eugen hat da leider nicht mitgespielt, nur 3000 Damage. Aber vielleicht mit der nächsten Salve. Von vorne kommt ja auch schon die Z-52. Amagi, die ist leider hinter dem Eisberg. Kommt da nicht drauf, kann da nichts abballern. Katapultjäger in der Luft. Haha, wenigstens sagt er mir das nach. Ah, das klingt so satt, wenn das Ding schießt. Das ist unfassbar. Oh, und da. Auch wenn der Schaden nicht viel war, aber die Z-52 ist damit schon mal raus. Denn das ist wichtig. Ah, die Minotaur. Aber, oh ja doch, 10.000. Der war jetzt nicht ganz verkehrt. Den kann man schon lassen. Und er muss halt immer die ganz weiten Distanzen hier nehmen, um die Granaten anzubringen. Aktuell wirklich wenig Ziele für ihn. Das ist alles sehr, sehr, sehr unglücklich, weil das gegnerische Team fast geschlossen in den Süden gefahren ist. Ja, natürlich ist es von dem her angenehm, denn er hat hier mit seinem Team einfach mal den A- und B-Cap fest in der Hand. Aber eben actionmäßig ist halt da noch nicht so viel los. Aber da passiert noch einiges, kann ich euch verraten. Und ihr seht, schon so langsam erregt die Yamato ihre Aufmerksamkeit. Jetzt auf die Chapayev, mal schauen, was da so möglich ist. Auch die kommt jetzt ganz knapp hinter die Insel, aber da kommen noch ein paar durch. Aber in dem Fall leider auch wieder keine Zitadelle, die da einfach mal schnell rausgewuppt worden ist. So, jetzt aber 12,5 Kilometer. Da muss doch was möglich sein. Und, ja, 12.000. Wieder keine Zitadelle, aber doch schon nicht schlecht.
Jetzt ist er in einem schlechten Winkel, dreht aber weiter. Vielleicht kriegt er sie dann ganz gut. Schüsse. Wow, da nimmt er von hinten die Zitadelle für 16.000 Schaden. Ja, perfekt. Genau so braucht man das. Und jetzt hier mit der Iowa ein sehr schönes zeitliches Ziel. Jetzt komm, zeig mal, was deine... Boah, drei Zitadellen! 50.000 Damage! Holy fuck! Das war mal aber richtig satt, du! Problem gelöst. Und vielleicht nochmal die nächste Salve. Und der macht nochmal eine Zitadelle. Ja, Wahnsinn, was die Iowa da hat einstecken müssen. Ja, warum nicht? Einfach mal mit zwei Salben einfach mal über 70k Damage. Kann man machen. Der war jetzt nicht so krass, aber ja, auch seine Crew braucht mal so ein bisschen... Pause, sag ich mal, von den fetten Treffern. Die kommen ja aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Oh, jetzt ist die Kurfürst da schön seitlich. Oh, und auch nochmal knapp 30.000. Also jetzt packt er mal die richtig dicken Salben raus. Oh, und da ist sein Pendant auf gegnerische Seite, nämlich Dani Yamato. Nicht der leichteste Winkel, da von vorne so drauf zu ballern, aber natürlich, er kann nur das beschießen, was er halt sich auch anbietet. Und so viel gibt es da jetzt gerade nicht mehr. Die Iowa hat er ja schon schön abgefarmt. Ah, die ging jetzt mal satt ins Wasser. Da war mal gar nichts mit treffen. Aber er hat halt auch schon 164.000 Damage gemacht und das war jetzt irgendwie so, ja, aus dem Nichts heraus so gefühlt. Weil allein schon die Iowa richtig schön dafür ihn mitgespielt hat. Auch hier bleibt er wieder jetzt im Winkel so, dass... Oh, wieder 20.000 mit einer Zitadelle auf Yamato. So, dass er eben nicht seine Breitseite anbietet. Aber jetzt muss er natürlich irgendwann mal einkehren. Deswegen dreht er jetzt rüber. Ja klar, die gegnerische Yamato wartet dann noch drauf. Aber ihr seht, er ist immer noch im Winkel. Er will noch nicht komplett rüber drehen. Ganz im Gegenteil, er bricht sogar wieder ab und fährt jetzt rechts vorbei. Und da wieder eine Zitadelle und wieder 15.000. Aber auch er hat einen 20.000 Hit kassiert. Ist schon bei 203.000 Damage. Schiffsmäßig, Capmäßig, Ticketmäßig, bei allen Möglichkeiten liegen sie vorne. Und jetzt hier noch die Salve Richtung Yamato. Und das dürfte schon für die Yamato gewesen sein. Und auch hier wieder eine Zitadelle. Schon die achte in der Runde. Chapayev oder Bismarck, beides... Sehr spannende Ziele, die da jetzt rechte Hand von ihm sind. Aber er geht jetzt erstmal auf die Chapayev. Ihr seht die Tickets. Schaut super aus. Also das dauert nicht mehr lang, bis sie hier da hoffentlich die Runde... Nochmal zwei Zitadellen, einen vernichtenden Schlag und nebenbei die Krake. Also holy fuck, was macht er denn da mit dem Gegnerteam? Er nimmt sie auseinander, als ob es gar nichts wäre.
So, jetzt die Bismarck da noch neben sich. Aber jetzt hat er schon richtig einstecken müssen. Nur noch 13.000 Hitpoints. Er brennt auch. Wieder 10.000 Damage auf die Bismarck. Aber hier steht jetzt auch gewaltig unter Druck. Ah, oh, schön, wieder 20.000 der Bismarck da abgeknabbert. Er kann sich jetzt heilen. Ganz wichtig, weil der Brand sonst ihn dahin genommen hätte. Aber jetzt schaut's gut aus und jetzt will er die Bismarck da weghaben. Torpedos direkt voraus. Hat noch nicht ganz gereicht. Und die gehen in die Insel rein. Ärgerlich zu dem jetzigen Zeitpunkt. Aber ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.